Draußen ist ein Wanderer und ich habe hier einen ganz besonderen Gast. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Michael Fritsch. Ich bin auch bekannt als der Schutzmann mit Herz und Hirn. Und ich bin 58 Jahre alt, bin ja vor 2 Jahren in Dortmund auf eine Bühne gegangen und habe meine erste Rede als Polizist geredet in meiner Freizeit, die ja sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Ich wurde dann suspendiert. Mittlerweile sind viele Verfahren gegen mich eingeleitet und die Polizei möchte sich gern von mir trennen und da streiten wir uns gerade bei Gericht. Ja, dazu werde ich natürlich gerne Fragen stellen. Ja, erstmal wollte ich fragen, wie sind denn heute in Hannover deine Eindrücke gewesen? Perfektes Wetter, tolle Stimmung, zu wenig Menschen. Also ich sag mal, für eine Landeshauptstadt mit 500.000 Einwohnern im Kern und 500.000 Einwohnern im direkten Umfeld, sehr kreisförmig und zentral gelegen, waren viel zu wenig Menschen hier. Mhm. Und viele von denen, die hier waren, sind auch noch aus ganz Niedersachsen oder über die Landesgrenze hinaus angereist. Also ja, das ist enttäuschend, aber die Stimmung und die Menschen und die Inhalte waren toll. Ja. Also ich hatte auch das Gefühl, war eine Top-Stimmung, gebt ihr aber recht. Aber in Hannover ist ein sehr spezielles und schwieriges Pflaster, das muss man dazu sagen. Ich glaube, für Hannover war es, glaube ich, schon eine gute Summe. Aber ja, in Anbetracht der Lage, denke ich, und auch in Betracht, dass das Thema noch nicht durch ist, denke ich, hätten es mehr sein müssen. Wie siehst du das im Herbst? Glaubst du, da wird noch ein Anlauf genommen zur Impfpflicht oder ist das Thema durch? Ja, glauben kann man in der Kirche. Ich sag mal, die Anzeichen, die ich so recherchieren konnte, deuten darauf hin, dass das jetzt die Ruhe vor dem nächsten Sturm ist und dass einfach nur ja, die Leute jetzt in einer guten Stimmung gehalten werden sollen, um dann irgendwie unter einem Vorwand wieder in den nächsten Lockdown, in die nächsten Maßnahmen geschickt zu werden. Das sagt mir mein Bauch. Ja. Bei mir ist das so, ich ertappe mich manchmal, dass ich auch die Dinge relativ negativ sehe so und mich dann selber frage, bin ich zu sehr in meiner eigenen negativen Blase? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, außerhalb des Gefühls, gibt es da für mich klare Anzeichen? Ja, das sind die ganzen Vorzeichen, die man so recherchiert, ne? Zu den Äußerungen schon von entsprechenden Verantwortlichen aus der Politik und aus den Unternehmen. Es gibt verschiedene Medienberichte, auch viele andere, sage ich mal, Journalisten auf der alternativen Seite, die entsprechende Hinweise schon zusammengetragen haben. Und ich bin als, sag ich mal, alter Kriminalist, bin ich eher so Faktenmensch und ich versuche immer Anhaltspunkte, Vermutungen zu trennen von Fakten und Beweisen. Also ich würde eher eine Prognose sehen, dass es auf uns zukommen wird, was da sich abzeichnet. Ja, dann würde ich sagen, weiter Druck machen auf der Straße, weiter aktiv bleiben, das kann ich auch allen Zuschauern empfehlen und wer heute nicht in Hannover war, kann es vielleicht nächstes Mal tun. Ich danke dir sehr. Hast du noch was du den Zuschauern mitgeben möchtest? Ja, bleibt in der Friedlichkeit. Diejenigen, die es noch nicht haben, Bewusstsein, euer Selbstbewusstsein, fragt euch einfach mal, wozu ihr als Menschen hier überhaupt auf der Welt seid, was eure Aufgabe ist und wie ihr selbst leben möchtet. Ob ihr in einer bevormundeten und, sag ich mal, ja, nicht demokratischen Zukunft landen möchtet oder ob ihr als Menschen euer Schicksal selbst in die Hand nehmen wollt. Viele warten immer auf den Befreier, den Erlöser oder die anderen machen das schon. Das funktioniert in diesem Fall definitiv nicht. Wir können als Menschengemeinschaft nur aus dieser misslichen Situation herauskommen, wenn wir wirklich zusammenrücken. Und bisher in der Vergangenheit hat sich das immer gezeigt, dass die Menschen zusammenrücken, wenn es denen dreckig geht, im Krieg oder nach dem Krieg. Wenn alle nichts hatten, dann sind sie zusammengerückt. Leute, lasst es nicht so weit kommen. Wir wollen nicht ein zerbombtes Deutschland hatten, das war schon zweimal zerbombt. Und wir wollen uns auch nicht an kriegerischen Handlungen beteiligen. Ich habe mal gelernt, von deutschem Boden soll nie wieder ein Krieg ausgehen. Und das wäre mein innigster Wunsch, dass das von allen Menschen berücksichtigt wird. Ja, super Schluss, aber ich muss trotzdem noch eine Frage stellen, wo du mich gerade drauf bringst. Ich nehme deinen Worten, dass du auch die politische Situation um Russland und die Ukraine herum sehr kritisch siehst. Und die Politik wahrscheinlich. Ich habe mich mit Verwandten neulich darüber auch zerstritten, weil ich gesagt habe, ich habe andere Informationen und dadurch vielleicht auch eine andere Sichtweise als diejenigen. Und es ist immer die Frage, was für Informationen kriege ich? Ich kann ja nur eine Meinung oder eine Bewertung vornehmen für mich selber von den Informationen, die mir zugrunde liegen. Und wenn ich natürlich nur die, sag ich mal, Qualitätsmedien auswerte, dann komme ich zu einem anderen Ergebnis, als wenn ich auch mal andere Berichte von Leuten habe, wie zum Beispiel ausländischen Journalisten, die wirklich in der Ukraine waren und auch die Traute haben, in ihren Ländern darüber zu berichten, was dort wirklich abgeht. Ja. Das Problem sehe ich auch, man wird an allen Seiten, ich sag's mal, hart belogen und ich schätze mal, die westliche Propaganda und die russische nehmen sich wahrscheinlich nicht viel und dazwischen die Wahrheit rauszufinden, ist, glaube ich, sehr schwer. Ich danke dir sehr. Übrigens, deine Worte waren gut getroffen. Hinter dir wurde eine Friedenszauber auf einer Flagge herumgetragen. Es hat super gepasst. Ich danke dir sehr, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ja, wir sehen uns vielleicht. Werden wir. Danke dir.